So, das ist doch schon wieder hier. Das ist doch schon wieder Chaos pur. Das müssen wir uns doch anschauen, oder? Martin und Fritz, Armbrust und Bogen. So, das ist wieder, dass da mal keiner sich was tut. Das ist auch, Martin ist für mich, keine Ahnung, wo der diese Ideen immer herbekommt. Also, wo der sich da inspirieren lässt. Also, ich finde das einfach krass. Sicherheit! Also, Armbrust und versus Bogen mit Fritz Meinecke. Wie sicher ist eine Wohnung? Teil 1. Szenario, ja. Stellt euch vor. Get ready, shoot on. Oh, ist das mies! Wir haben hier nämlich auch einen Bildungsauftrag. Richtig. Lässt du dich hier von so einem kleinen Billigbriefkasten irgendwie abhalten oder was? Ey, das ist halt hochwissenschaftliches Format. Okay. Okay. Haben sie ja komplett nachgebaut alles, ne? Das ist wieder... Ah, ich feiere diese... Mit Bücherschrank sogar da hinten und Lampe. Gut, da muss er eigentlich nur einmal über den Sperrmüll gehen, dann hast du eigentlich alles zusammen. Ich feiere ja so alte Sessel, die so ein bisschen oldschool sind. Hallihallo, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von zwei Mann. Heute wieder ein zweiter Versuch. Armbrust versus Bogen! So geht's immer los. Einmal durchatmen. Mythbusters. Ich bin wieder da. Genau. Herzlich willkommen. Ja, wir fahren uns erstmal ein bisschen runter. Stimmt, eigentlich muss man so Mythbusters sich reinziehen, ja. So, die Leute müssen erstmal ankommen. Ja. Fritz hat schon Dinidos. Also, da war Fritz schön im Urlaub wahrscheinlich. Oder er hat danach Urlaub gemacht. Einmal drehen mit Martin. So, jetzt brauche ich erstmal zwei Wochen Urlaub. Hinter uns befindet sich etwas, was Fritz noch nicht gesehen hat und auch nicht weiß, was. Vor allem, wo ist er da? Hat er ein neues Grundstück gekriegt mit allem drum und dran? Ist, wir werden jetzt lüften, das Geheimnis, und dann wird das heute ein schöner Tag. Let's go, der Hase. Und Maximilian ist mit dabei. Hey, stark, wer ist er? Das ist Enrico. Ja, Enrico hat halt eine schwere Zeit hinter sich. Eine alte Bundeswehrdecke, ja. Darum auch der volle Aschenbecher. So sieht man halt aus, wenn man raucht. Ne? Ich finde, er sieht ein bisschen gruselig aus auch. Das oder? Echt gruselig, und jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Format heute. Kennst du Mr. und Mrs. Smith? Was für Bücher hat er denn drin? Die ballern in dieser Scheißbude einfach rum und sie... Was? 6.000 Euro? Was? Alles vom Sperrmüll. Aber so einen 5.000 Euro realistischen Oberkörper dabei. Halleluja. Das ist alles neu gekauft? Nein. Oh. Die versteckt sich hinter so Sachen. Hinter Fliesentisch. Geiler Fliesentisch. Und ich dachte so, ey, das müssen wir ausprobieren. Ist das ein Mythos? Da wir natürlich nicht mit echten Waffen schießen, sondern mit unserer Armbrust und dem Bogen. Klassisch, wie wir es kennen. Wow. Das finde ich auch mal Wahnsinn. In Deutschland, soweit ich weiß, ist ja immer noch, ab 18 darfst du so Armbrust und Bogen haben. Und das sind einfach wirklich, also ich finde es einfach Waffen. Was kannst du denn mit sowas anstellen? Werden wir heute herausbekommen, ob man hinter einem Fernseher, hinter einer Ytong-Wand, Rigipswand, Sessel, Kleiderständer, Blumentopf mit Erde gefüllt, Röhrenfernseher aus der alten Zeit, Bücher. Wie viele Bücher braucht man? So, was haben wir denn hier für Bücher? Von wem sind denn die Bücher hier? Auch Mission Mann. Erde, jawohl, aber ich weiß nicht, von wem das ist. Das sind eher alles so Romane. Wir haben Tagzeit. Wir haben auch drei verschiedene Türen, darunter auch eine Hauseingangstür. Wir haben eine Fensterscheibe. Hier kommen noch Türen rein. Hier kommen noch Türen rein, ja. Also okay. Es wird wild. Ja. Wichtig ist, wir haben natürlich keine Waffen, du hast gerade schon gesagt, es sind Sportgeräte. Es sind Sportgeräte und alles ist unter sicheren... Genau, Spiel zählt unter Sportgerät, ja. Bedingungen, wir haben quasi auch Leute im Hintergrund. Also es ist wie immer so safe, wie es nur geht. So. Bist du bereit? So safe, dass es mit Martin sein kann. Für eine neue Folge Armbrust versus Bogen. Ja, ich werde nichts treffen heute. Ja, ich habe irgendeinen Bogen von Martin bekommen. Ich habe seit gefühlt 2 Jahren nicht mehr geschossen. Ich habe einen Red Dot, also kann ja gar nichts mehr passieren. Aber ja, wird gut. Irgendwo wird der Fall schon einschlagen. Ja, ist man... Hinter einem Wäscheständer. Wie kommt man quasi in die Wohnung quasi und wo ist man dann halt sicher? Das ist halt hochwissenschaftliches Format. Okay, ich bin einfach nur hier. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Du leidest einfach durch. Ja. Ich würde gerne mal von Fritz die Gedanken lesen können, wenn der auf einem Dreh zu Martin ist. Ja, pass auf, ey, ich habe da was voll Cooles überlegt. Lass dich einfach mal überraschen. Dann sitzt er da wahrscheinlich im Auto und denkt sich so, ja, okay, jetzt kann einfach alles passieren. Let's go, der Hase. Pass auf, folgender Punkt. Wir werden jetzt einen Versuchsaufbau aufbauen. Es werden wahrscheinlich 2 folgen. Deshalb wundert euch nicht, wenn quasi jetzt nicht der Fernseher kommt, aber es kommt alles irgendwie. Pass auf, ich würde sagen, wir beginnen mit den Türen. Ein Schwenk hier rüber. Das ist so eine klassische Kinderzimmertür. Kinderzimmertür, ja. Hier haben wir eine klassische Hauseingangstür. ET2 bis ET3. Das heißt, es ist eine gute Sicherheitstür. Ja, ja. Und hier hab ich was gebaut. Ah, ich habe jetzt schon erwartet, dass wir die so richtig einhängen und dann so abschließen können. Hier eingespannt und ein... Ja. So, okay. Mich hier immer schön aus dem Kreuz rausheben. Ganz vorsichtig, wir müssen hier drunter. So. Kommen wir durch? Immerhin. Wunderbar! Aber ich will dir ganz kurz Enrico noch mal vorstellen, damit du auch weißt, um was es hier geht. Enrico hat ungefähr schlappe 5.000 Euro gekostet. Der Arm ist jetzt so ein bisschen als Goodie. Wird tatsächlich benutzt, um ballistische Tests zu machen. Ja. Der hat Organe. Wo kauft man sowas? Ja. Der hat blutige Organe. Ja. Wenn man den trifft, fängt er an zu bluten. Ach, der hat ja richtig sogar hier mit Magen, Darm, Lunge. Krass. Aus Blut genommen, damit niemand sich quasi... verstehst du? Der hier wird quasi das erste Mal realistisch empfinden, was wir ihm antun. Wir haben hier nämlich auch einen
Bildungsauftrag. Richtig. Und immer zu sagen, ah, ist getroffen, potenziell tödlich, kann man immer sagen. Aber hier haben wir eine Gelatine, die tatsächlich zertifiziert vom FBI, ja, also in den USA, in Amerika, benutzen die in Amerika. In Amerika. Es kommt aus... aus USA. Hatte lange Reise hinter sich. Ja. Wir müssen also nett zu ihm sein. Der hier ist quasi heute unser... Testkaninchen. Genau. Also, Tür auf und dann quasi Kern dahinter. So, dann beginnen wir mit einer Glastür. Ich bin wieder da, meine Jacke ist abgelegt. Pass auf, das Ding ist ja folgendermaßen. Glas, Fall kommt rein, Glas macht keinen Widerstand. Ja. Holz, ja, ich habe eine feuchte Aussprache. Das ist nicht schlimm. Holz hat ja eine gewisse Stoppwirkung. Ha. Wird trotzdem durchknallen, aber okay, ich kann mir gut vorstellen, dass er so ein bisschen dann durch die Reibung, ja, Energie verliert. Du bist halt der Bogenexperte, Robin Hood, man kennt ihn, der Allerechte. Und ich bin halt Red Dot Martin mit Armbrust. Wir haben heute aber auch ein paar Gäste. Ja. Und zwar einmal Jagdpfeil, Jagdpfeil 2, Jagdpfeil 3 und Jagdpfeil 4. Mit Rasierklingenspitzen, extra gehärtet Titan, Carbon. Richtig. Kohlefaser. Kohlefaser, Diamantspitzen teilweise haben wir einfliegen lassen. Brutal. Und in rosa. Brutal. Okay, Tür. Erst die Tür, dann der Hebel. Wir müssen jetzt mal hier durch. Ich weiß nicht, geht das gerade dann da durch? Durch Glas? Das kann schon gut abgelenkt werden, oder? Fertig. Nur mal kurz. Ja. Das Szenario ist hier von Mr. und Mrs. Smith. Ja. Du wirst verfolgt, du rennst und du versteckst dich dann, weil du denkst, es könnte eine gute Idee sein. Ja. Hinter der Glastür. Vielleicht schafft das aber gerade durchzurennen, macht die Tür hinter sich zu. Also stell mir ihn jetzt direkt hinter die Glas. Ja, der sitzt, ja. Der sitzt quasi hinter der Tür. Klar, würde ich auch machen. Na, siehst du? Oder erstmal ein Sessel. Der wiegt wahrscheinlich auch ganz ordentlich was. Ein realistisches Szenario. Man muss das sagen, der wiegt 50 Kilo. Der ist echt sackschwer. Ja, okay. Enrico sitzt quasi. Dann an die Waffen, fertig, los. Es werden wieder keine Kosten und Mühen geschaut für die Wissenschaft. Für den Bildungsauftrag. Richtig. Wir sehen uns dann an endlich mal wieder auch ein bisschen hochwertigen Content hier auf YouTube. Ist ja grauen, was aktuell los ist, deine Landschaft, ne? Ja, das ist richtig. Da kommt ja nichts mehr. Da kommt ja nichts mehr. Das war's. Gut, dann los. Die Glas. Sicherheit! Wir haben eine 375 LBS. Also richtig Power. Dann haben wir da drüben noch eine kleine mit 175 und den Bogen mit 75. Wie viel Feinde da liegen. Wir haben genug Material, um mal zu gucken, wie sich was wie wo verhält. Ich komme auf deine andere Seite. Sicherheit! Sicherheit! Auch für dich bitte. Deine Brille. Danke. Martin, der Sicherheitsbeauftragte. Oh Gott, ey, die beiden. Ist man hinter einer Glasscheibe sicher? Natürlich nicht. Es ist ja eine Tür. Vielleicht triffst du auch den Rahmen oder so. Okay, so. Die Haltung wird katastrophal. Are you ready for takeoff? Wo ist denn der Typ überhaupt? Ja, ich kenne mich mit Bogenschießen nicht so aus, aber das, irgendwie einen Reiz hat das schon, oder? Krass, das Glas, ja gut, vielleicht aufgrund dieser kleinen Plättchenform, keine Ahnung, Kacheln, wie auch immer man es nennt. Krass, ich hätte gedacht, das ganze Ding bricht zusammen. Sicherheitssalamander. Geil ist ja schon mal, dass auf jeden Fall die Scheibe nicht komplett kaputt ist. Du hast dem Sessel eine Narbe verpasst. Das ist Fritz Robin Hood, a.k.a. nicht getroffen, Bro. Ey, du hättest ihn voll im Kopf geballert. Ja, nicht lang schnacken, Martin ist dran. Ja, ich bin dran. Sicherheit am Set? Sicherheit. Waffe ist entsichert, Red Dot ist aus, Red Dot ist an. Jo. Okay, Kerl, es tut mir leid. Was war das denn? Ins Gesicht und abgefälscht. Oh, wer ist durch? Oh, so ein 5.000-Euro-Ding da kaputt zu machen. Oh. Aber gut, dafür sind die da, ne? Das ist hier, ist rein, der ist ins Kinn rein. Hier ist der rein. Jo, der ist da durch. Aber ist da, doch, die haben hier die Slow-Mo-Kamera. Ja, okay. Boah. Ja gut, das wäre wahrscheinlich hier Arterie getroffen. Jetzt kommt am Knochen gestritten. Hier, guck mal, da. Da ist er eingerastet. Ja. Da ist er hängen geblieben und dann runter. Und dabei hat er wahrscheinlich die Flasche umgekickt. Guck mal, das Ding ist, du hast ihn jetzt leicht gestriffen. Er wäre nicht tot, verwundet vielleicht. Aber eins ist klar, beide Dinger gehen komplett durch die Tür, Glasscheibe durch. Wer hätte es gedacht? Boah. Ich würde sagen, direkt Türwechsel. Alles klar. Neue Tür, neues Glück, würde ich sagen. Ken, heute ist dein Glückstag. So, der Riesenunterschied ist natürlich jetzt, da bin ich wir sehen Ken nicht. Wollt ihr euch eine Markierung machen vielleicht? Nee, gerade nicht. Das ist ja der Gag. Okay. Ist ja nicht. Bist du ready? Aber halt, was glaubst du? Also ich sage, ich predikte, dein Bogen schafft das, ja? Ja. Aber deine Armbrust geht hier niemals durch, Alter. Niemals? Nein, das ist hinten, ist dann nochmal so ein Steg. Aber guck mal, wenn ich die Höhe treffe, das kann ich mit... Also, ich glaube, keine Ahnung, ich kenne mich mit Armbrust und Bogen nicht so aus, als Kind mal gebaut. Aber geht das da durch? Hab ich mir jetzt nicht gemerkt, aber wenn ich das hier nehme, dann habe ich safe den Kopf. Aber oder den Hals. Du wirst nicht durchkommen. Ja, das werden wir sehen. Komm.
Fritz, wir gehen jetzt auf Holz, ne? Ich habe ja hier noch meine Kumpels bei. Ja, nee. Nee? Kilo, ja, diese Pfeile, wie die aussehen. Ich meine, es gibt ja Bogenjagd auch. Jagdspitzen, ja, ich... Boah. Ich finde ich schon beeindruckend. Alter, bei Holz? Nee, ne? Keine Ahnung, aber die sind ja dafür da, um heftig... Das bremst mehr, ich sag's dir. Okay. Die Teile sind halt... Ich glaube auch, das bremst mehr, weil du einfach noch viel mehr Auftrefffläche hast. Geil, wenn du... Also das sind ja Jagdpfeile, ja. Wenn du nichts dazwischen hast, aber... Okay. Ich glaube, die bleiben drin stecken. Behalt die mal hinter. Sicherheit bitte und Brille alle auf, danke. Boah, vor allem, wenn sowas... Okay, wenn so ein... Gut, der kommt ja nicht komplett wieder zurück, aber wenn das so ein bisschen schräg kommt und pfeift in eine andere Richtung... Oh, hier. Der Knien Robin Hood. Yes, mich gewonnen. Ist der durch? Der Bär gekommen, oder? Ja, ja, ja. Aber voll. Oh, ist das mies! Guck mal! Der hätte ihn getroffen. Der 1:1 komplett in den Lungenflügel rein. Der hätte ihm schön hier Milz, Leber, Lunge, alles einmal komplett zerfleckt. Jetzt ist die Frage Armbrust. Ja. Wollen wir mit der 175er beginnen? Ich würde ganz ehrlich Bogen gegen Motherfucker. Okay, alles klar. Okay, Sicherheit. Ja. Okay. Ready? Steady. Are ready for takeoff. Auch, ja gut, das dicke Ding getroffen hier. Aber ist auch, obwohl viel mehr Holz, viel Material... Du hast die dicken Querbalken getroffen, wo ich gesagt habe, da geht der Lachs nicht durch. Okay. Konnte ich mir denken, dass du genau das Ding treffen wolltest, was den stärksten Widerstand für die Wissenschaft. Was willst du denn jetzt treffen, Martin, dass du vielleicht mal vorher sagst? Ich mach quasi zwischen deinem und meinem. Ja. Da. Ach, das ist jetzt hinten abgegangen, die Federn. Krass. Durch. Wäre noch keine tödliche Verletzung, aber... Boah. Ja, gut. Oh. Wir haben hier ganz klar... Also, was macht schon Spaß, ne? Also, ist Martin, ich glaube, da kann man, egal, wenn der irgendwie sagt, er hat das vor, das wird, glaube ich, immer lustig. Eine Schulterfraktion ist? Fraktion ist der Knochen getroffen? Nein. Dann ist es keine Fraktur, dann haben wir einfach nur einen Muskelschaden. Wir haben einen Muskelschaden hinten. Was ist das hier? Trapez oder was? Ja, ja. Da würde ich jetzt wirklich mal eine Zeit lang auf Schulterdrücken verzichten. Ja. Dann würde ich sagen, neue Tür, neues Glück, oder? Ja. Das ist ja hier, das ist ja mal ein schönes Bild. Aber es ist geil, dass wir das Ding auch nochmal getestet haben hier. Ja. Oh, das sieht an der RC3-Tür aus. Da sehe ich doch den Dreifachverschluss an der Seite. Ja, das ist Doppelkunststoff und in der Mitte wird aber einfach nur so ein Bauschaumzeug sein, glaube ich. Ich weiß ja nicht, was das für eine Klasse ist. Es gibt ja verschiedene Sicherheitsstufen von Türen. Aber das hier ist richtig ein richtig schweres Ding. Ey, die Armbrust geht da nicht durch. Ich glaube, die bleibt stecken, aber... Guck mal, schon mal erstes Learning. Ja. Wenn du dich vor einer Armbrust oder einem Bogen irgendwo hinter versteckst, dann mit Abstand, nicht an dem Gegenstand dran. Ah, schlau. Weil Stoppwirkung bleibt irgendwann stecken. Ja. Das heißt, du brauchst, ne? Dann würde ich sagen, let's go der Hase. Die Sicherheitstür. Ist man. Hinter der Eingangstür. Sicher oder nicht, wir finden's heraus. Ready, steady, abhaut. What the fuck? Also eine einfache Holztür, deutlich besser. Das geht ja flupp durch. Hä? Hä? Ah! Hey, Alter! Alter Lachs! Ich glaube, das war's. Es ist im Lungenflügel. Es ist auf jeden nicht Fall. Durch, ne? Er hat oh, naja. Oha, oha. Was? Durch. Schulterblatt? Ist durch. Die Rippe ist auch durch. Oh. Tatsächlich. Rippenfraktur mit. Kann man die einfach wieder rausziehen, die Pfeile dann? Lungenterpoposierung. Sollen wir rausziehen mal? Dann blutet er, denke ich. Zieh mal raus. Zieh. Halt die mal fest. Ja. Das wären jetzt innere Blutungen. Ja, aber krass. Aber guck mal, jetzt hier sieht man es nochmal ganz schön. So wie ich es gesagt habe. Innen drin nur so ein Isolationsbauschaumzeug und hier eine ganz. Aber sehr dünne Kunststoffschicht. Ja, okay, hätte ich nicht gedacht. Ganz dünne Plasteschicht. Hä, hey, krasser Kasten. Also das Ding ist. Lächerlich. Das mit einer Axt bist du hier... In Sekunden. Ultraschnell durch. Das ist ja gar nichts. Da kannst du durchtreten. Das ist eine Hauseingangstür. Das musst du dir mal überlegen. Also das ist lächerlich. Ja, das ist lächerlich. Jetzt wird es mich ja doch schon reizen. Nur mal so testweise für die Wissenschaft. Sag mal. Mit der Axt hier nur mal so 2-3 Schläge. Wie? Also... Ja, mach mal. So ein ganz kleines 30-Sekunden-Zeitprojekt. Ja. Ja, lass groß, mal. Klein, wie hättest du gerne? So ein kleines Bein, so ein handliches. Ein handliches Bein. Martin hat alles wahrscheinlich bei sich in seinem Sammelsurium.
Die Frage ist, ob die ist, der Rahmen da festgenommen ist für die Tür, wenn du drauf rumhämmerst. Sofort wieder da. Wähle deine Waffe weise. Ey, wir machen so ein bisschen auf Undercover. Weißt du, was so ein bisschen das Ziel wäre? Dass du mit dem Arm irgendwie so an den Schlüssel an oder Klinke. So kommst. Ja. So, wie lange braucht die Polizei, bis die da sind? 3 Minuten? Nee. Ja. 2 Minuten kriegst du noch mit. Wir haben 10 Minuten Zeit, um uns wegzuhalten. Okay. Ja, okay. Dann müssen wir sofort durch. Krass. Zack, auf. Ja. Zack, 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 zack. Auf. Kannst du doch keinem erzählen. 15 Sekunden. Krass. 15 Sekunden und ich bin drin am Schlüssel oder der Klinke. Ein weiser Mann hat mal gesagt, wäre deine Eingangstür weise. Ich weiß einfach nur, komm bin ich ins Haus oder ans Haus. Das ist ja ultra krass. Das war deine Sicherheitstür auf jeden Fall. Kann man da durchtreten? Martin, jetzt kommst du ins Spiel. Okay. Kraft. Jetzt komm ich. Auf die Plätze, fertig, los. Es gibt nach, die müssen richtig fest verwahrt sein. Ja, ja. Okay. Man kann auch einfach durchtreten. 14 Sekunden. Also, und du musst überlegen, bei den ersten paar hat es ja noch... Preis von Alu-Türen direkt gestiegen nach dem Video. Ja, das ist schon, finde ich jetzt, so ein bisschen ernüchternd, oder? Wenn so eine Tür hat. Aber ganz ehrlich, da kannst du durchgehen. Bildungsauftrag erfüllt. Als richtiger Verkäufer musst du natürlich die Tür jetzt auch gut verkaufen können. Deswegen sag ich, perfekt für Feuerwehreinsätze. Wenn der Lachs brennt, kommt dich wer retten. Ziemlich schnell. Das stimmt. Aber immerhin 3 Scharniere, ja. Genau. Man sitzt auf der Veranda und die will er dann Slater. Oh, da bin ich schon gespannt. Ja, das ist gar nicht mal so voll. Ne? Sind keine Spannung. Und wenn da so ein bisschen so flatteriges Zeug ist, da bin ich jetzt gespannt. 5 Kleidungsschichten. Richtig. Was schätzt du denn tendenziell? Jetzt mal wirklich, was sagst du? Ich glaube tatsächlich, der Bogen schafft es nicht. Durch diese dieser Lappeneffekt, dass das so... Kevlar. Ja? Kevlar sind mehrere Schichten von Stoff übereinander vernäht und geschweißt. Die Armbrust juckt es halt nicht. Boah, ich glaube, weißt du, was ich hier glaube? Ist die Armbrust so viel stärker als der Bogen? Gut funktionieren könnte? Der Jagdfell. Der schneidet sich stark. Durch das Stöffchen. Stark, ja. Pass auf, wir probieren mal Bogen, ja, und dann normale Armbrust und dann mit dem Jagdfell. Oder gleich Jagdfell. Direkt mit dem Jagdfell. Okay, rein. Diskutiert. Übrigens, by the way, ja. Die Schilder, die du da siehst, ja. Kann man kaufen. Link ist in der Beschreibung. Okay, dann bitte Sicherheit. So, ist der andere noch dahinter her oder nicht mehr da? Jetzt bin ich gespannt. What? Ne, geht nicht. Oh doch, okay. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Bogen hat 160 und Armbrust 300. Ja, okay. Boah, mehr als doppelt so stark. Ja, krass. Und der Wäschestelle kippt. Ah, scheiße, aber ich hab nicht getroffen. Ist easy durch. Du hast sie getroffen. Punkt, erstmal das. Und zweitens, hast du alle Lagen durchschossen? Ja. Ja, okay, ich hab ihn leicht angeschlitzt an der Seite. Ah, okay, du hast aber nur, und das ist nämlich der große Punkt. Nee, wohl. Eins, nee, zwei, vorne auf jeden Fall auch. Drei. Den ja auch. Alle 5. Der hat alle 5 Lagen. Alle 5. Durch. Alle 5. Okay, kann ich ganz kurz, weil ich wollte auch schießen, können wir einfach so eine Winterjacke da noch mal dranhängen? Eine Decke? Was ist besser? Winterjacke ist realistischer oder Decke? Guck mal, einfach so. Da will ich aber erst immer noch Fritz sehen. Das ist direkt ineinander wieder. Weil wenn der durch ja, geht. Ich fang wieder an, Martin. Oh. Also wenn du jetzt wieder durch... Martin will unbedingt. Ja, jetzt die Bundeswehr-Kamel-Haardecke will ich mal sehen. Die ist da, gehe ich durch. Rosa. Ich finde ja den irgendwie spannend. Der wird stoppen. Ich sag, entweder der oder der. Ja, komm, wir gehen auf den. Okay. Sicherheit oder was? Das sind jetzt... Es sind noch mal 4 Lagen dazu, also wir verdoppeln quasi krass. Ah! Ist er unten runter weggeflutscht? Nee, hängen geblieben. Ah! Wow! Oh. Okay, bitte einmal auf, richtig, schieß Laser her. Ja, ich bin hängen geblieben halt, ne? Ja. Also, und dann habe ich auch noch nicht mal das Ding dadurch getroffen. Okay, Sicherheit! Durch. Boah, geht euch das auch so? Das irgendwie vom Zusehen tut das schon weh. Man stellt sich selber vor, man sitzt da auf der Couch. Das hat sich verdammt nach Wand angehört oder so. Ich glaube, wir sollen da hinten mal im Dreckberg gucken. Oha. Oh, das geht dir ein bisschen aua. Oha.
Da muss man mal eine Buskopal einschmeißen hier. Ey, aber ohne Scheiß, ich hätte nicht gedacht, dass das durch die Decke... Ah, komm, ey. Bist du durch und durch gegangen? Juckt überhaupt nicht. Steckt da drin? Aber... Nee. 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 Kennst du das Meme mit dem Kind? Ja. Das möchte ich jetzt mit dir einmal eingeblendet haben. Nee. Nee. Ich glaube, ich werde jetzt für eine sehr, sehr böse... Ich kannte das Meme gar nicht. Nee. Oh, ist das ein ekliges Gefühl. Ei. Ei, ei, ei. Wo bleibt's Blut? Kommt nicht. Kommt nicht, was ist denn da los? Die haben mich beschissen. Die haben mich aber sowas von hops genommen mit ihrem Blut. Ich muss da kurz reinfassen. Ja, probier da mal rein. Wie fühlt sich's an? Blau. Blau. Aha. Wie fühlt sich's an, blau? Nein. Wir haben die Darmwand perforiert, aber aufgrund der nicht vorhandenen Tiefe. Perforiert. Guck mal, wenn ich jetzt hier so. Jetzt blutigst, jetzt kommt's auch. Das war's. Pass auf! Ja. Weiter geht's! Ja, was machen wir? Fazit! Achso! Ja, nee. Fazit! Der hält ja schon eine Menge aus, muss man sagen. Ich glaube, den wird er wahrscheinlich noch Ewigkeit benutzen können. Für irgendwelche wilden Tests. Oh, ich mag mir ja nicht ausmalen. Wenn Martin so ein Spielzeug in die Hand bekommt, dann immer hinzugehen und sagen: Ja, jetzt könnte ich das machen, jetzt könnte ich das machen. Oh. Man ist nicht sicher, wer hätte es gedacht. Hä, wirklich jetzt? Warst du so sicher? Ich dachte, hab doch gesagt, das hält auf eigentlich. Also, Armbrust, dass die Armbrust da durchgeht. Ja, klar. Na klar. Ja, sicher. Was für eine Familie stand da gerade? Warte. Ronny-Familie. Guten Tag, herzlich willkommen bei der Ronny-Familie. Ihr schreibt gerade, die Vorstellung, dass er beim Finanzamt erklärt, warum er den Dummy abgesetzt hat, ist halt auch lustig. Ja. Ja, also das Ding brauchte ich halt für ein Video. Ja, tatsächlich ist ja echt so, ne? Das ist Ronny und ich bin auch Ronny. Und wir beide sind zu Besuch bei Enrico. Folgender Versuchsaufbau. Szenario, stellt euch vor. Ihr habt eine Trockenmauer angestellt, ihr seid quasi schon im Foyer. Da liegt der Teppich und hier vorne hast du so eine klassische Rigips Doppelbeplankung. Da hast du zwei Rigipsplatten, eine Doppelbeplankung und hier drinnen befindet sich auch eine Holzstrebe. Ich habe extra gesagt, ohne Werbung und das ist voll mit Werbung. Wir versuchen mal, sollten wir hier einfach durchkommen? Briefkasten, ohne Füllung und dann mit Füllung, oder? Oh, mit Füllung, glaube ich, geht nicht durch. Also durch die Werbung, durch so einen Katalog hält auch ohne Ende aus, oder? Oder gleich drin. Der Briefkasten ist halt genau auf der Höhe, ne? Schraube ins Kopf. Hier, Schraube ins Kopf. Dann alle Kameras an. Sicherheit und laut. Wir müssen tendenziell ein Stück rüber. Ja, ne? Oder? Okay, dann. Sicherheit. Da ging er durch, oder? Ja, okay. Verdammt, macht Durchschlag. So, das qualmt da oben raus. Nee, nee, nee. Alles ist wieder gut, ne? Wir haben den aber auch eh nicht getroffen. Ja. Davon abgesehen. Aber, ja. Was ist gut, dann bin ich jetzt an der Reihe. Das heißt, ich bin ja tendenziell für die restlichen Versuche mit dem Bogen raus. Richtig, jetzt geht's auf mir ab. Jetzt geht's wirklich auf mir ab. Na endlich! Doch, das hat ja auch gedauert, ey. Also meine Prediction, Regips knallt auf jeden Fall durch. Ja, voller Briefkasten. Nee, glaube ich nicht. Stopp. Okay, Sicherheit. Ja, hörst du ja hindurch. Mit was für einer Geschwindigkeit das Ding noch da durchrauscht, dieser Pfeil. Ich finde das wirklich krass mit dem Sportgerät. Oh, wie das aber qualmt, ey. Nee. Hier. Wie, oder? Nee? Guck mal. Doch. Nee, das ist von deinem Hinten. Das war der vorhin von dem. Ja, das war der von vorhin. Aber guck mal hier. Ja, warte. Ich würde sagen, ganz knapp hier über den Kopf rüber. Also, sorry. Junge. Wie weit steckt der da drin? Da, so, dass ich ihn nicht mehr rauskriege. Na, jetzt kommt er. Doch. Ja, krass. Ja, eigentlich kannst du mit dem Briefkasten schließen. Mit Werbung, ohne Werbung? Mit Werbung, oder? Okay. Ja. Okay, bitte Sicherheit, Briefkasten. Mittig. Sieht ja einfach zu spannend aus, muss man sagen. Ja, bleib drin. Da haben wir Metall plus dann die ganzen Werbungsdinger. Das geht da nicht durch. Also, einfach zu Hause das Haus auskleiden mit. Sag ich doch. Krasse Scheiße. Er wird hinten ganz leicht. Was ist denn das hier? Das Ding geküsst haben. Das ist eine Wölbung. Ja. Oh. Und das wäre seine linke Brust gewesen. Jetzt bin ich gespannt, ob die Dinger perforiert worden sind hier. Warte, dann mal weg. Oh, der Pfeil. Alter, aber das. Ist gar nicht getroffen. Ja, okay, Katalog nicht getroffen. Sondern es ist. Ja, aber auch ordentlich. Es ist gar nicht so viel. Ja, Fingerdicke. Naja, bis mir ist schon so. Ja, aber ist schon. Hä? Weniger, guck doch mal hier. Das, wenn du es zusammen machst. Das ist ein Zenti.
Jetzt müssen wir ohne Werbung. Ohne Werbung. Ich meine, es steht ja auch drauf. Bitte keine Werbung. Nein. Jetzt als nächstes Briefkasten ohne Werbung. Wie lange braucht der, um das zusammenzusammeln? Ja, das schießt er. Das geht so schnell, du siehst das gar nicht. Ach, der ist stecken geblieben. Hä? Ah, scheiße, ich glaube, ich habe das Holz getroffen, oder? Nee. Nicht das Holz? Sicher? Nee. Keine Werbung. Hä, wo ist denn die scheiß Spitze hin? Da kam doch irgendwas rausgeflogen. Ich hab das gefunden. Alter, aber der muss ihn hier irgendwo noch getroffen haben. Ja, aber das Metall ist die Bremswirkung. Hohoho. Krass. Also? Ist man hinter einem Briefkasten sicher? Bisher das sicherste von allem, was wir in diesem Video getestet haben. Die Jagdspitze? Die schwarze. Oh Martin, ich mag, die Versuche sind einfach super. Ja. Ich will noch eine reinzimmeln. Nimm die gemeinste, die du hast jetzt. Die habe ich noch nie probiert. Und das ist ein richtiger ekelhafter Typ. Der ist eklig. Auch der wird nicht durchgehen. Okay, ready, steady. Also noch schlechter. Lässt du dich von so einem kleinen Billigbriefkasten irgendwie abhalten oder was? Der Brotwächter! Mach die Scheiße hier weg! Okay, ready, shoot und. Verdammt! Ein Fall am anderen. Das Haus mit Briefkästen verkleiden, ja. Ach, die ganzen Pfeile. Da kannst du da eine Tonne kloppen wahrscheinlich, oder? War neu. Nichts zu sehen. Nee, ist doch hier. Ja? Die ist am weitesten durch. Ah, ja. Ich würde nicht sagen, dass der Balken ist, nein. Ja? Aber der ist bisher am tiefsten durchgegangen. Ich gehe auf nicht Werbung. Schön, dass der Pfeil schon drin ist, während ich hier laufe. Ah! Durch ist er, aber hat ihn nicht getötet. Also es macht doch nochmal einen Unterschied, die Spitze. Ne? Ja, genau. Die Spitze ist bisher am stärksten durchgegangen. Ja. Man muss aber auch hier sagen, der ist so knapp neben dem anderen, dass der vielleicht schon ein bisschen weniger regelt. Ja, okay, okay. Auf jeden Fall bisher der sicherste Gegenstand ist die doppelt beplankte Regips mit Briefkasten. Mit Briefkasten. Zum Glück mauern wir in Deutschland die Häuser. Kleine Sidequest, die wir uns hier gerade hinter der Kamera überlegt haben. Martin will rein, er hat das Beil wieder und das Ziel ist es, da reinzukommen. Du musst mit deinem Körper durch die Wand. Mit dem Körper? Mit dem Körper durch Riegels. Die Wand. Es geht los und ready! Da ist ein Tor. Da oben durch, ja? Oh, die Klingel ist weg. Wo ist meine Klingel? Hey! Ja, die Zeit läuft, 30 Sekunden. Dann das Klingelsignal eingebaut. Martin! Hallo! Du bist immer noch nicht durch. Mit deinem Körper. Alter, der hat mich einfach abgerufen mit dem Scheißding. Fall mich hier runter. Jetzt verletzt und jetzt verletzt auf der anderen Seite, weil die Spitzen rausragen, voll durchs Bein. Oh. Komm, komm, komm! Komm! Drin! Ist das dumm, Alter! Ich sage ja immer: Für die Wissenschaft ist es ein absolutes Bildungsformat. Ja, genau. Und Mali hat genau 1 Minute 53 gebraucht. Kann man mit einer Axt durch eine Riegelswand gehen? Ja. Gib mir 1 Minute 53, dann ist es machbar. Wir melden uns zurück, wenn wir das nächste aufgebaut haben. Fliesentisch. Oh, da bin ich gespannt, weil das dürfte ja ordentlich splittern. Wir haben jetzt eine Art Keramik. Tja, Enrico denkt, er ist sicher. Glück. Ich glaube, Bogen verkackt, Armbrust zieht voll durch. Aber ich sag trotzdem, ich bleib bei meiner Idee. Wenn er eine Fuge trifft, geht er auch durch. Sicherheit! Boah, jetzt Angst, dass das Ding einfach abgeleitet wird und irgendwo wild durch die Gegend fliegt hier. Du ziehst auf den Kopf, yes, der Arsch. Ah, genau, ins Holz. Nein! Was? Scheiße! Ein Centi hat gefehlt. Soll es auf die Fliesen schießen, Junge? Ja, wollte ich ja. Also ich war hier auf die Fuge. Ich hab genau gesehen, wie du auf den Kopf gezielt. Ich bin gespannt, hat der genug Pfeile mit dafür eingeplant? Die Fuge. Ich hab genau gesehen, wie der
Ja, okay. Oh. Ja, gut. Dann bist du dran. Ja, okay. Oder soll ich jetzt nochmal auf die Fliese schießen? Ich würde nochmal auf die Fliese schießen. Echt? Ja, ja, weil das ist nicht das Bild, was ich sehe. Ja, okay. Weißt du, ich brauche schon die Fliese. Stecken geblieben, oder? Oh, die Fliese, nicht schlecht. Es bricht nur ein bisschen aus. Ha! Oh, warte, Jacke. Ich habe getroffen. Ja, er ist verletzt. Ja, ja, oh, krass, ey. Also, das Fliesentisch ist ja wirklich nichts. Ja. Soll ich mal mittig so eine Fuge einfach perforieren? Ja. Perforier mal, wirklich. Okay, alle bitte sind schon bereit. Okay. Hä? Das ist doch komplett durch, oder? Ich finde es ja krass, dafür, dass das so viel mehr oder mit doppelter Energie haben soll von der Armbrust, ist das nicht immer so weit vorne, oder? Das hat gekribbelt am Bauchnabel, ja. Guck mal rüber. Da knapp, Alter, das hat ihn selber gerettet. Schön den Querbalken getroffen. Oh ja. Ja. Ich würde so gerne nochmal auf die Fliese, bitte. Darf ich? Ja, okay, okay. Martin ist wie ein kleines Kind da. Nein. Das tut beim Zuschauen weh. Herz. Jawohl, jawohl. Das war's Herz, ne? Das ist Herz. Volle Bude Herz. Jo. Und das Alter, guck mal bei dir! Oha! Das blubbert, hast du es gesehen, Mann? Ja, es ist richtig geblubbert. Hat richtig rausgesprudelt. Das muss ja unfassbar aufwendig sein, die Dinger zu bauen. Also Fliesentisch kann wirklich gar nichts. Krass, ne? Fressbarmplatte und Fliese drüber. Aber ich wette, hätte man vorher gefragt, hätten alle gesagt, Fliesentisch. Fliesentisch. Ja, Fliesentisch wirkt, weil es nämlich auch so schwer ist. Ja. Weißt du, wenn du ihn so hochhebst. Fazit? Versteckt euch nicht hinterm Fliesentisch, wählt lieber den Briefkasten mit der Rigipswand. Wir hoffen, ihr habt wieder was gelernt. Ja. Ihr habt euch auch ein bisschen Notizen gemacht. Geht ihr nochmal durch. Und dann schreibt ihr in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Richtig. Daumen nach oben natürlich. Richtig. Kommentar hinterlassen, was euch am besten gefallen hat. Schaut bei Fritz vorbei. Danke. Bei mir könnt ihr gerne Kanal abonnieren. Schaut doch gerne bei Instagram vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video, denn wir machen jetzt weiter. Für euch jetzt zu Ende, aber wir produzieren quasi den Teil 2. Was erwartet die Leute im Teil 2, was wir jetzt gleich machen werden? Eine Yutong-Wand, ein Blumenkübel, zwei Röhrenfernseher, wir haben ein Bücherregal, eine Mikrowelle, eine Lampe, wir haben noch das Sofa und die Couch. Ja. Also es bleibt spannend. Ich glaube, da werden uns noch ein bisschen was an Überraschung erwarten. Also, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, ihr kennt's, damit ihr es nicht verpasst. Richtig. Und dann sehen wir uns demnächst wieder bei Armbrust vs. Bogen. Küsschen aufs Nüsschen, ciao. Jawohl. Das Nüsschen ist ja tatsächlich das Auto von Sabrina, ne? Nicht? Ja. Und du hast ja eigentlich, wer schwitzt, der stirbt. Stimmt. Das ist eigentlich dein Auto. Ich würde das auch so drin lassen. Wer schwitzt, der stirbt. So. Ah. Zack. Jawohl.